Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiterhin mit meiner Müdigkeit Labor. So, also das interessiert mich wirklich mit den Förderbändern an die Geschütztürme. Das Problem ist einfach, ich weiß noch nicht, wie ich es verlegen soll. Weil ich ja hier überall die Dinger habe und dies und jenes. Also da muss ich mir dann noch ein bisschen Gedanken machen. Bock habe ich auf jeden Fall da drauf. Weil ich mir einfach sage, hier ist zum Beispiel dieses Hauptproblem, was wir haben. Und da drüben auch. Also die Förderbänder hier werden so langsam nicht mehr ganz voll. Also diese hier hätte ich mir auch alle sparen können. Nicht jetzt. Das ist echt richtig doof hier. Brauche auf jeden Fall mehr Kupfer. Und das. Ja. Das hier natürlich komplett weg, ne? Deswegen brauchen wir auch noch mal Kupfer. Aber der Strang ist voll und deswegen ist es eigentlich Rille. Hier ist so ein bisschen. Also wenn ich mir diesen Strang hier angucke, ist das so ein kleines Problemkind, oder? Eigentlich auch nicht. Weil er läuft gar nicht. Trotz, dass die Produktion hier richtig reinwämst. Gut. So ist es halt. Bis jetzt bin ich mehr als zufrieden. Wollte irgendwo hin. Was wollte ich machen, Leute? Oh, was ist denn hier los? Tschüss. Irgendwas wollte ich machen. Jetzt ist es. Ach so. Und jetzt mal schon so viel. Das sieht eigentlich ziemlich. Gut aus, genau wie das auch. Haben wir hier noch einen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dick, 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 dick. Dankeschön. Ich wollte einmal oben gucken, wegen Petroleum und Rot. Weil ich jetzt schon lange auch nichts mehr. Ja, Rot ist wirklich tote Hose. Petroleum läuft voll, genau wie. Uns auch. Also starten wir sofort die Rakete, dass ich weiterhin Kunststoff und alles durchhaue. Wattmut, dattmut. Achso. Nehmen wir mal den. Danke. Legen wir den hier halt da rein. Dann haben wir den anderen als Ersatz. Wo ist er? Satellit. Satellit des Todes. Da ist er. Und start your engine. Dann ist das auch erledigt. Was halt wichtig ist, dass ich weiterhin Petroleum durchhaue jetzt, ne? Und da wird schon rausgenommen, aber das geht auch okay, die Zuck. So, und ab geht die wilde Fahrt. Ja. Der Vorteil ist, dass die Metallproduktion oder die Stahlproduktion ja jetzt wieder richtig läuft. Also da brauche ich mir ja wirklich keine Gedanken drum machen.
Die sollte jetzt wieder so laufen, wie sie sein sollte. Kunststoff läuft natürlich jetzt hier auch wieder ohne Ende. Und das ist wirklich gerade so ein Punkt, der mich eigentlich ziemlich freut, wenn wir hier Petroleum richtig durchhauen. Aber Petroleum ist wirklich fast voll. Und aus dem Grund muss ich hier wieder umbauen. Weil die Produktion einfach mehr Petroleum macht. Ne? Also wenn ihr euch das anguckt, da gibt es mehr Petroleum, weniger Rot. Und wir gehen jetzt wieder auf die. Dann kriege ich Rot und Petroleum und etc. Dann muss ich den hier wieder abklemmen. Genau wie den. Genau wie den. Und genau wie den. Und dann stellen wir wieder um auf einfach. Das macht mir persönlich aber auch nichts, dass ich das wieder umstellen muss. Was wichtig ist, dass wir einfach mehr Rot und dies und jenes erzeugen. Ich glaube, ich kriege so leichte Batterieprobleme. Zumindest sieht mir das so aus. Und wenn man überlegt, das haut ja auch wieder Hefesäure ohne Ende durch. Also so, wir haben den Kugelschaden nochmal erhöht. Und als nächstes hätte ich dann eigentlich gerne Bergbau, dass die Förderbänder noch ein bisschen voller sind. Oder wir machen den Flammenwerferschaden. Das ist denn ziemlich günstig. Die könnten wir auch. Aber eigentlich ist alles gelb, ne? Weil gelb ist ja unser Problemkind. Also normalerweise, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bevor ich irgendwas anderes mache, müsste ich normalerweise gelb erstmal unser Problemkind beseitigen. Ich bin der Meinung, dass diese Maschinen gar nicht das Problem sind, sondern die blauen das Problem sind. Die blauen kriege ich aber nicht schneller, weil wir sonst zu wenig grüne haben. Wo schon zwei komplette Produktionen für blau laufen. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Problem. Hier habe ich zum Beispiel viel zu viele. Auch komisch, ne? Oder merkwürdig besser gesagt. Wir haben hier einen kompletten Strang für blaue und es reicht. Also, ich könnte jetzt sogar hier sagen, okay, wir klauen jetzt die alle einfach mal, sodass die Produktion auch damit zuläuft. Easy peasy. Ja. Dann schenken wir denen hier einfach mal die blauen und dann kann der hier wenigstens ein bisschen arbeiten. Aber blau ist wirklich ein Problem. Und wenn man überlegt, dass hier 6 Maschinen laufen, ist das schon ziemlich bescheiden, ne? Ja. Der Weg ist auch ziemlich weit. Hier komplett im Pudding fahre, kann man es nicht kürzer bauen? Hier runter ist ja logisch in dem Sinne. Keine Ahnung. Man könnte dann hier und dann da anschließen. Ja, Donnerwetter, dann habe ich halt. Das ist auch Bullshit. Und die Produktion, wie sie hier irgendwie hier hinbauen, dann wäre es ja schon eine Ecke kürzer, ne? Aber was da dann auf einmal für so einen riesen Strang kommt, Also man muss ja sagen, die obere Reihe kann die ganze Zeit forschen, ne? Hier den mal an. 2, 4, 5, 6. 6 Stück auf den Schlag. Das finde ich ein bisschen blöd gerade. Also, dass ich einfach diese gelbe Forschungsproduktion einfach nicht hinkriege, ne? Gelb ist wirklich mein Problemkind hoch 10. Ich glaube aber, dass diese hier viel schneller arbeiten könnten, wenn ich hier mehr hätte. Wenn ich aber jetzt hier noch mehr hinsetze, also noch eine gelbe zum Beispiel, hätten wir noch eine gelbe Fabrik, dann ist ja Ende im Gelände. Ja, also ist ja auch blöd. Wenn doch ein Geschwindigkeitsmodul da reinmacht, dann wäre ich bei derselben Geschwindigkeit. Ist gerade so ein bisschen bescheiden, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Wenn ich diese Produktion dichter da hinsetze, weil der Weg ist schon weit, ne? Also, die kommen hier, dann hier. Aber das Problem ist ja, dass das ja nicht die einzigsten sind, die ich brauche, sondern man braucht ja Kupfer, Batterien etc. Und das kommt ja alles von hier. Und das nächste Problem, was man dann hätte, sind wirklich die Geschwindigkeitsmodule, ne?
wo das jetzt voll ist, jetzt gehen die nächsten erstmal nur komplett unten durch. Ja. Man muss es halt sehen, ne? Aber wenn ich das jetzt schon wieder sehe, 56%, das ist der absolute Wahnsinn. Ohne Flachs. Es läuft und 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 läuft. Ja, hier unten ist voll. Voll. Ich wandere gerade kein Petroleum um. Oh, auch nicht schlecht, ne? Weil ich ja Petroleum zu Dingens gemacht habe, weil Petroleum ja fast am Ende ist. Aber jetzt sollte das sich gleich wieder ändern und dadurch sollte jetzt hier wieder ein bisschen mehr reinkommen. Aber hier ist genug Öl, oder? Ja. Also wenn du überlegst, die laufen auch konstant. Oh Mann, oh Mann. Es ist wirklich viel. Also jetzt ohne Scheiß, Leute. Es ist wirklich viel, was ich hier habe. Wo ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte diesmal ein bisschen schlauer gebaut. Wo ich mir manchmal sage, nee, habe ich nicht. Ja. Und ein Förderband mit Munition würde ich schon ziemlich abfeiern, weil man sich dann einfach extrem wieder diese Roboter sparen kann, wo ich trotzdem finde, man muss sie bauen, weil man sie zum Reparatur von Geschütztürmen etc. blabla lieber benutzen sollte. Aber das ist ja eigentlich nicht das große Problem. So, wenn ich jetzt hier mal gucke, jetzt fängt es in dem Sinne hier an, dass wir hier wirklich nicht genug haben, aber bleiben die wirklich stehen? Eigentlich müsste man ja hier gucken. Eigentlich hat er die ganze Zeit auch Nahrung. Überlegt mal, ich habe da 47 reingelegt, wie lange das wirklich dauert, bis die weg sind. Und aus dem Grund haben wir jetzt hier richtig viel über, ne? Das ist auch so, wenn man sich überlegt, eine Maschine und schon staut es sich wieder, ne? So ein bisschen. Ja. Gut. Jetzt haben wir genug umgeplömpelt. Muss ich zusehen, wie ich die anderen Sachen irgendwie hinkriege. Hier sieht es auf jeden Fall ziemlich gut aus. Also ich bin damit eigentlich gut zufrieden. Hier unten ist unser zweiter Bahn oder der erste. Da ist der zweite und oben ist der dritte. Beim dritten würde ich einmal gerade gucken gehen, was das Eisen macht. Weil wir ja wirklich... Ja, aber ich bin eigentlich damit zufrieden, so wie es ist. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Gut. Ich teile das. Ne, ich teile das da drauf. Deswegen ist ab da immer voll. Ja. Okay, also entweder ich kümmere mich darum, dass wir jetzt noch Kupferbahnhöfe bekommen, wo ich dann der Meinung bin, dass wir einen Kupferbahnhof hier hinsetzen sollten. Einfach aus dem Grund, dann lasse ich halt die Förderbänder andersrum laufen. Wenn es da leer gehen sollte. Wir hätten hier 2 Millionen, wir hätten da 3 Millionen und wir hätten hier 4,6 Millionen. Also, was sind das? Ja, dieser Punkt ist ein Bahnhof, das hier wären 2 Bahnhöfe, 3 Bahnhöfe. 3 Bahnhöfe, man könnte das hier unten noch mit reinnehmen. Also Kupfer sehe ich gerade nicht als Problemkind. Hier oben muss ich das ein bisschen hin und her setzen. Machen hier die Container, die sind wirklich voll. Ja. Also das mit den Bahnhöfen läuft ja wirklich gut. Hier hätten wir auch nochmal 400k. Eigentlich auch nicht so wild.
muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das weiterhin hier alles so funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Maschinenguns mache. Ich müsste ja so viele Tunnels bauen. Oh, das ist so. Oh, Leute. Oh, aber das machen wir schon irgendwie. Aber ich muss mich darum kümmern, dass wir Kupferbahnhöfe bekommen. Meine Frage ist, setze ich es mit auf die gleiche Bahn oder nicht? Also wir müssen ja Kupfer von hier oben holen. Ja, man könnte in dem, sage ich jetzt einfach mal hier den Bahnhof, also der wird hier hochkommen, hier oben wird geladen, hier runter da anschließen. Dann müsste ich halt hier einen Strang machen, ne? Ja. Wenn ich hier ranschließen würde, könnte ich hier. Von hier würde er kommen. Und dann, das ist so ein kleiner Bogen. Und dann hier, das würde auch gehen. Hier oben könnte ich fortfahren mit der Eisenbahn. Und dann hier wieder zurück. Und dann irgendwo hier den Bahnhof. Ich denke, dass die Idee gar nicht so falsch ist, wenn ich hier einen Kupferbahnhof hier oben wirklich hinsetzen würde. Mein Gedanke ist natürlich, oder der springende Punkt ist, es wird ja nicht ein Bahnhof reichen. Das würde eigentlich bedeuten, ich müsste hier oben zum Beispiel ein Bahnhof hier, ein Bahnhof da, ein Bahnhof hier. Also so, dass wir drei Bahnhöfe hätten. Drei Bahnhöfe. Drei Bahnhöfe, je zwei Strangs, macht ja sechs Förderbänder. Wir haben alleine hier drei. Vier. Könnte sogar reichen. Jetzt sehe ich gerade, wo wir kein Kupfer haben. Hier oben ist kein Kupfer. Gar kein Kupfer mehr. Der nimmt schon alles. Das ist doch der Hauptstrang. Nein, das ist doch der, das Hauptproblem verursacht. Okay, wir müssen zusehen, dass wir Kupfer bekommen. Hier oben den anzuschließen ist ja lächerlich, aber wir brauchen jetzt Kupfer. Okay, wie baue ich das? Das ist halt jetzt so ein Problem, was ich jetzt gerade sehe. Ein Problem ist falsch, einfach Gedanken, die ich erstmal umsetzen muss. Schienen. Wir haben kaum Schienen. Bau mal bitte ein paar Schienen. Also wenn wir jetzt hier Bahnhof Nummer 1 würde. Nehmen wir mal einen davon. Nein, wir hätten drei. Zug 1, 2, 3, 4. Wir würden jetzt sagen Bahnhof 1. Weil ich muss ja auch Bögen bauen können, ne? Bahnhof 1. Und dann muss der ja auch hier weg wieder. Und von wo holen wir den ersten Strang? Eigentlich ist immer der weiteste Weg am Anfang zu bauen der bessere Weg. Also regulär von hier hoch, hier irgendwie durch und dann hier. Wie viele Millionen haben wir hier oben? Mille, 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 Mille sind, sage und schreibe 4,6 Millionen, das machen wir. Gut, ich benötige ein paar. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir bauen da oben die Schiene weiter. Gucken mal gerade, was wir hier bauen können. Brauchen ein bisschen Stahl und so, das ist alles nicht das Problem. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Kupfervorkommen. Eisen haben wir uns geholt. Und das sollte dann schon ganz gut sein.
Also bis jetzt finde ich es ganz gut. Wahrscheinlich geht mir der Stein gerade aus. So. Alles klar, aber nehmen wir uns noch mal ein paar mit, falls wir was benötigen. Das ist jetzt ohne Scheiß, das ist ganz schön am Auslasten hier. Und die Reihe ist komplett am Powern, die und die schläft. Hier ist nicht mal mehr ein Zeichen. Hast du schon so lange Pause? Ich komme gar nicht hinterher. So, danke. Voll. Okay, genug Stahl haben wir. Wir haben noch ein paar Steine mitgenommen. Das sollte dann auch reichen, sonst bauen wir sie ab. Laufen jetzt erstmal nach da oben und gucken, wie wir es da oben verlegen. Sag aber auch erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Factorio. Bis morgen. Tschüss.